Ja, hier haben wir wieder mal zwei Stück. Jetzt habe ich ja gar keine Ahnung. Wenn Sie mir mal verraten, bitte, was ist das für eine Rasse? Das sind Salukis. Oh, das sind auch Salukis? Beide Salukis, ja. Okay, das Fell wächst und wächst oder fällt das aus? Nee, das ist normal, das wächst. Das wird auch nicht normal nicht geschnitten oder so. Okay, das heißt, das kann, wenn man es lässt, wird es immer länger oder wie? Nee, das bleibt so. Das ist jetzt so... Das Entstand? Entstand, ja. Okay. Bei ihm ist es halt extrem. Er hat halt extrem lange Haare. Das ist halt auch teilweise unterschiedlich. Wenn Sie mal so lieb sind, sich mal kurz vorstellen, wie ist Ihr Name? Mein Name ist Ulrich Klein. Aus welchem Ort kommen Sie? Aus Vöckelberg, im Kreis Kusel. Kreis Kusel, das ist nicht so weit weg von hier, oder? Nein, nicht so weit. Denn wir sind nämlich heute, wir drehen heute einen Landstuhl, da gibt es ein ganz tolles Gelände, da können die so praktisch Querfeldeinlauf machen. Ja, sowas ist so. Ja, ihr habt auch zwei? Ja, wir haben zwei, ja. Das ist von Vorteil, oder, bei Windhunden? Ja, das ist halt, haben sie halt Gesellschaft, das ist schön für die Hunde, ja. Und da können sie immer zusammen rennen halt. Das ist, wir haben ein großes Gelände zu Hause und da können sie immer zusammen rennen. Jetzt mal eine Frage, die Entscheidung für diese Rasse, wann ist die gekommen überhaupt für Windhunde bei Ihnen? Das ist bei uns also gekommen durch meine Schwägerin, die züchtet. Salukis. Okay, das heißt, ihr habt irgendwann mal gesagt, ihr braucht auch welche? Wir haben gesagt, die bekommen kleine und haben gesagt, dann nehmen wir einen. Da war es zunächst mal einer, oder? Ja, einer, ja. Und dann haben wir den einen haben wir dann auch von der Schwägerin bekommen, weil da zwei von der Schwägerin sich nicht vertragen haben. Das gibt's auch. Und da haben wir den einen bekommen. Sehr schön. Aber die sind jetzt nicht mehr wegzudenken, die Hunde? Nein, die gehören zum Leben. Was ist denn so ein Leben ohne Hunde? Ist das vorstellbar? Ja, schon, aber wir haben früher mal Hunde gehabt und zwischendurch mal nicht mehr. Aber jetzt kann ich mir das also nicht mehr vorstellen. Das gehört einfach dazu. Ist der pflegeleichter, Saluki? Das kann man jetzt eigentlich nicht so sagen, weil man sie ja nicht von der Leine loslassen kann. Man muss also, wie gesagt, wir selbst haben ein großes Gelände, das ist von Vorteil, da kann man sie halt so laufen lassen. Aber so jetzt im Wald einfach mal laufen lassen? Nee, das geht nicht. Warum nicht? Weil sie halt den Jagdtrieb haben. Okay. Die gehen also wild nach oder Katzen, das kann man nicht machen. Also die Windspiele, die wir haben, die sind nicht so stark. Also das ist wahrscheinlich bei denen wahrscheinlich noch wesentlich ausgeprägt, oder? Ja, das auch vom Hund ab. Ja, das hängt auch wahrscheinlich vom Hund ab. Aber ich erzähle immer hier, wenn ich hierher komme, da war ein Hund, da waren vielleicht 100 Hunde und ein Hund ging ohne Leine. Das ist also wirklich, die sind alle gar ähnlich, die ganzen Rassen. Weil also 100 halt, zu 1 quasi. Ja, ja, weil die Rassen alle gar den Jagdtrieb haben. Das ist interessant, dass meine frei laufen und wieder zurückkommen, das ist wahrscheinlich ein Wunder, oder? Ja. Ja, haben Sie Windspiele, wo wieder kommen? Ja, die kommen, die sind im Wald, die gehen noch ein bisschen raus. Das ist ja prima, das finde ich schön, ja. Ich habe es einfach probiert irgendwann. Ja, da ich dann gesagt. Das wäre also mein Wunsch auch, aber bei uns klappt es nicht. Wie ist der Name von ihm hier? Sie heißt Venus. Ja, und er? Serafina. Ach, zwei Mädels? Zwei Mädels, ja, wir haben nur Mädels, ja. Okay, super. Ganz toll, ich bin ganz begeistert. Und die sind echt lieb, die haben niemals irgendwas getan, niemand? Nee, das machen sie also nicht. Ja. Untereinander mal so raufen und so, aber das nicht, die machen nichts. Das heißt, die wären auch eigentlich optimal für eine Familie, wenn derjenige einen großen Garten hat, viel Platz? Ja, kann man machen, die sind ja vor allen Dingen die meisten, also ich kenne sie also auch kinderlieb, immer. Ja, vielen Dank, Dankeschön. Ja, bitteschön. Tschüss.